Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Let's Play Resident Evil 3, dem Remake. Ja, ich muss mal eben schauen, weil ich konnte jetzt leider bis heute nicht mehr spielen. Wo wir jetzt eigentlich alles sind, hier draußen. Belegschaftsraum. Achso, das war ein einfaches Schloss. Okay, hier draußen müssen wir auf jeden Fall noch was einsammeln können, so wie es aussieht. Und wir können... Achso, ja, wir sind auf der zweiten. Eingang der Notaufnahme. Das war, glaube ich, die Sache, die blockiert ist, wo wir wahrscheinlich mit der Jill später hin müssen. Oder das war das mit der Karte. Das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ja, ich weiß jetzt im Moment nicht so genau, verschlossene Tür, was wir jetzt hier noch machen können. Aber ich werde auf jeden Fall noch mal ein bisschen rumlaufen und schauen, ob ich irgendwo reinkomme. Beim Belegschafts... Ach, das war, glaube ich, der Raum mit den vielen Zombies. Da ist nämlich eine Tür verschlossen. Da werde ich dann mal schauen. So, wir haben jetzt gerade die Maschinenpistole zur Hand. Was natürlich nicht schlecht ist, aber gegen die Zombies würde ich eigentlich gerne lieber die Pistole erstmal nehmen. Wir haben ein Heilkraut dabei. Wir müssen dann auch noch gucken, wo wir die Kassette finden. Das ist auch noch ganz wichtig. Ja, wir haben ja abgespeichert, also kann uns ja eh nicht allzu viel passieren. Ich schaue noch mal eben. Da haben wir jetzt so nichts. Achso, ich wollte gerade sagen ID-Karte, hä? Da haben wir jetzt so nichts, was wir jetzt unbedingt mitnehmen müssen. Nee, Sturmgewehrmunition hatten wir extra das Überschüssige reingetan. Okay. Ja, bin ich mal gespannt, was da jetzt noch auf uns zukommt. Beziehungsweise, was wir jetzt wo noch machen können. Das war jetzt der Raum mit den vielen Zombies, die... Hatte ich hier schon geguckt eigentlich? Karte des Krankenhauses. Nein, ich hatte noch nicht geguckt. Okay. Also, da wäre eigentlich noch eine Wäschekammer, ein Behandlungszimmer, eine Schwesternstation. Wieso bin ich da nicht reingekommen? Oder bin ich da noch nicht reingegangen? Das kann natürlich sein. Ja, dann würde ich mal sagen, dass wir da als nächstes mal gucken. Ich sehe schon, warum. Oder? Ach nee, da ist noch ein Gang. Nö, keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich es einfach nur vergessen, nehme ich mal an. Ist das jetzt das hier? Ja. Ich nehme aber trotzdem erstmal Sturmgewehr, falls jetzt doch noch irgendwas... Kann man hier eigentlich durchkriechen? Okay, da hinten scheint auch etwas hinter zu sein. Wenn man da durchkriechen könnte, dann würden wir hier zwischenkommen. Okay. Können wir gleich auch mal nachgucken. Ah, ich verstehe. Er kommt. Kommt her. Habe ich gar nicht gesehen. Ah, der steht wahrscheinlich dann auf, wenn ich da hinten durchgehe. Die Frage ist jetzt, da sind zwei Türen. Ach so, die ist verschlossen, ich sehe schon. Ach, rechts wollen sie auch durchstürmen. Uiuiui, okay. Und da liegt auch noch einer. Wir versuchen es mal anders, aber ich denke mal, dass der hinter uns jetzt wahrscheinlich aufstehen wird. Eigentlich sollten die jetzt durchstürmen, wenn ich da direkt vorstehe. Das finde ich jetzt nicht gut. Okay. Der tut mir zumindest den Gefallen. Er macht jetzt schon mal auf. Die anderen auch. Da bist du. Ah.
Hallo? Was war denn das jetzt gerade? Wieso ist der jetzt abgehauen? Okay. So, hier brauchen wir auch die Karte für. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Die werden auf jeden Fall auch noch aufstehen. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Okay. Und war das wahrscheinlich, weil das die sind? Was haben wir denn hier? Einen Safe. Das erinnert mich doch an was. Wie war das jetzt? L9R3, glaube ich. Aber wie ging das jetzt? Muss ich jetzt. Nein, ich gehe erstmal raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oder ich muss auf 9. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher. 1, 2, 3. Ne, da musste ich nicht auf 9. Dann war das nur das, wo man halt eben hindrin musste. Genau. Doppelmagazin fürs Sturmgewehr. Sehr schön. Kombinieren wir dann natürlich auch mit dem Sturmgewehr. Nach dem Impfstoff suchen, nach einer Audiokassette suchen. Warum das jetzt gerade beim Sturmgewehr auftaucht, weiß ich nicht, aber okay. Untersuchen wir mal, ist das jetzt. Die kurze Länge. Ja, da steht nichts weiter. Achso, nee. Doppelmagazin erhöht die Kapazität auf 64 Patronen. Ah, sehr schön. Achso, ist schon aufgeladen. Okay. Ja, gut, perfekt. Dann schauen wir mal eben. Das ist beides das gleiche Zimmer. Dann würde ich aber trotzdem die rechte Tür nehmen. Nee, ich wollte eigentlich ja durch. Ja, das habe ich mir gedacht. Ach so, du sollst nachladen, du Ömmel. Nicht die andere Pistole nehmen. So, da ist jetzt nur noch der eine Zombie hier drin. Sei denn, dass gleich einer aus dem Schrank rausgesprungen kommt. Okay. Vielleicht auch nicht. Da war gerade noch was. Eine Handgranate. Ja, warum sollte man nicht mitten in einem Krankenhaus eine Handgranate hinlegen? Okay, der scheint wirklich tot zu sein. Na gut. Okay. Da ist aber auch nichts mehr. Sturmgewehrmunition. Sehr schön. Haben wir denn noch irgendwas hier drin? Nö, nichts mehr. Jetzt ist die Frage: Behandlungszimmer ist abgeschlossen. Können wir über die Wäschekammer eventuell dahin? Wäre jetzt sehr unlogisch. Na gut, das ist jetzt auch weiß. Also es wird wahrscheinlich dann auch abgeschlossen. Obwohl, das ist ja auch nicht abgeschlossen. Wo ist denn die Tür jetzt? Die hier, die ist ja auch nicht abgeschlossen. Hier eigentlich noch irgendwas drin? Nee. So, Moment. Wir konnten jetzt da vorne noch durchkriechen. Das könnten wir mal eben machen. Denke ich zumindest, oder? Okay, nicht hier lang. Okay. Konnte Jill da nicht immer durchkriechen? Vielleicht kann man das auch später nur mit der Jill machen. Hier ist auch alles zu gewesen. Hier ist auch alles zu. Okay. Da ist das Dach. Da komme ich Richtung Treppe.
Und das war, meine ich, der Belegschaftsraum, wo die ganzen Zombies drin sind, wenn ich mich nicht irre. Ja, genau, das ist der Raum. Da kommen wir jetzt aktuell auch noch nicht weiter. Dann schauen wir mal. Dann muss ich über die Treppe nach unten. Wo komme ich denn da aus? Da. Das ist grün, da war ich noch gar nicht. Okay. Ja, dann gehen wir doch mal über die Treppe. Die ist jetzt die zweite, also beziehungsweise übers Dach. Das ist die zweite Tür. Die müsste das sein. Ja. Dich habe ich schon kontrolliert, aber das heißt ja nichts. Ach so, wollte gerade sagen. So, Moment, das ist dann die erste Tür links. Das war mein Schatten, okay. Okay. Das war das, ja gut. Aber da bin ich da noch schon gewesen. Da habe ich noch nicht alles gemacht. Oder ist das, weil die Zombies hier noch durchgebrochen kommen? Da brauchte ich die Karte für. Da brauche ich die Karte für. Im Innenhof ist ein einfaches Schloss, aber anscheinend kann ich da auch noch was machen. Das war das jetzt, wofür ich die Kassette brauche. Die habe ich auch noch nicht gefunden. Stimmt, hier muss ich ja auch noch irgendwie rein. Ich habe aber keine Ahnung, wie. Aber hier steht, dass ich hier irgendwas nicht gemacht haben soll. Ah! Ach so, sondern das ist für mich. Okay. Schade. Wie komme ich jetzt da zur Mitte rein? Das ist jetzt eine sehr, sehr gute Frage. Man konnte jetzt auch oben nirgendwo runterspringen oder so. Hier ist auch nichts zum Kriechen. Oder muss ich da... Ich probiere nochmal da hochzugehen. War das jetzt hier? Ja. Muss ja irgendwie eine Möglichkeit geben, da reinzukommen. Ja, mecker du mal. Was ist denn da? Ach, die Tür war verschlossen. Okay. Hier ist auch noch mal der Innenhof, aber hier kommt man auch nirgendwo hin. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, da rumzukommen. Da kann ich jetzt nur... Da komme ich auf jeden Fall nicht durch. Hier komme ich auch nirgendwo anders mehr rüber. Es wird jetzt eine Episode mit Fragen über Fragen. Das ist doch da unten. Da unten ist eine Tür auf, aber da komme ich nicht hin, oder wie? Was ist das denn? Ah, hier kann man durchspringen. Ich wollte gerade sagen, kommt jetzt hier ein Pflanzenmonster? Was ist das? Ein
Ein Schlüssel! Sehr schön. War das das, was uns angezeigt worden ist? Oh, und ein Kraut. Mist, dafür haben wir jetzt keinen Platz mehr. Das müssen wir dann wirklich verbinden. Ja, geht nicht an. Obwohl, ja. Nee, Sturmgewehr ist auch nur bis 300. Schade. Ja, müssen wir dann halt kombinieren. Ist dann halt so. Das war auch das, was uns angezeigt worden ist, glaube ich, oder? Was ist das hier? Da ist noch was. Bin ich jetzt hier? Das ist verschlossen. Oh, schön. Und wie komme ich jetzt? Ach so, das ist der Schlüssel, der hier die Türen öffnet. Das wäre jetzt natürlich geil. Na, hallo, den sollst du nicht verschieben. Nee, man kann die einfach so öffnen. Okay, auch nicht schlecht. Ach, das ist der Durchgang, wo ich vorher nicht durchkam. Okay, jetzt ist die Frage, wofür brauchte ich jetzt den Schlüssel? Einfaches Schloss, einfaches Schloss. Ja, aber die Frage ist, war das jetzt das, wo ich hin muss? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich bin hier. Nach links komme ich nicht. Das heißt, wie bin ich denn da hingekommen? Ach so, über den Laborempfang, genau. So, die Frage ist jetzt, greift er mich jetzt an, jetzt wo ich einen Schlüssel habe? Anscheinend nicht. Okay, man muss ja immer vorsichtig sein, weil man irgendwas Neues bekommen hat, damit man da nicht direkt irgendwo reinrennt. Hier war aber alles blau. Oh, oh Gott, ich und meine Orientierung. Hier am Ende des Ganges. Das war aber, glaube ich, nicht das. Das war dieses einfache Schloss für Dietrich, glaube ich. Ah, da ist immer noch was drin. Das hätte ich auch gerne. Ja, das war das einfache Schloss für Dietrich. Okay. Im Belegschaftsraum ist die Frage, ob das jetzt der Schlüssel dafür ist. Von der Schwesternstation, da brauchte ich die Keycard für. Dann ist das bestimmt das im Belegschaftsraum gewesen. Dann müsste ich jetzt also. Nee, wo bin ich denn jetzt? Ich bin unten. Ich muss jetzt erstmal die Treppe hoch. Also wieder komplett zurück und dann die Treppe hoch. Okay. Ja, das ist jetzt eine. Wir müssen erstmal schauen, was wir machen können. Und wir rennen jetzt ein wenig durch die Gegend-Episode heute. Es tut mir wirklich leid, aber wenn man halt nicht weiß, was wo ist und was man wie machen muss, dann ist das halt, ja. Dann dauert es halt auch schon mal ein bisschen. Und da muss man halt eben erstmal gucken, wo man hin muss, wenn man was Neues gefunden hat. Die Treppe war rechts, genau. Trotzdem so ein bisschen. Oh. Der oben hat jetzt irgendwas geladen. Das finde ich jetzt nicht gut. Was heißt das? Übers Dach zum Belegschaftsraum. Beziehungsweise ich würde dann vorher noch mal eben. Es war jetzt etwas irritierend, dass der jetzt gerade geladen hat. Links rum. So, dann würde ich nämlich sagen, dass ich hier noch mal kurz speichere. Haben wir eigentlich irgendwas, was wir noch wegtun? Ja, die Granaten würde ich sagen, tun wir mal eben weg. Die Granaten tun wir weg, das Kraut tun wir weg, den Schlüssel müssen wir ja mitnehmen. Sturmgewehr werden wir verbinden und die Packungen erstmal verstauen. So, da haben wir wieder vier zusätzliche Patronen. Die tun wir dann auch erstmal wieder weg. Ich denke mal, da sind wir eigentlich ganz gut mit ausgerüstet, in der Hoffnung, dass jetzt nichts Großes kommt, wo wir jetzt viel für brauchen. Das wäre nämlich ein wenig schlecht. Ja, viel gemacht habe ich jetzt nicht, aber ich werde trotzdem noch mal kurz speichern.
nachdem ich dann hier so blöd rumgelaufen bin. Naja, was soll's. Egal, wir machen auf jeden Fall einen kleinen Break für heute. Und ja, dann schauen wir mal, was jetzt noch kommt. Ich denke mal, entweder stehen dann die ganzen Zombies da auf, deswegen ist es doch ganz gut, vorher zu speichern. Weil, naja, auch wenn es nur Zombies sind, in Anführungszeichen, kann ja trotzdem mal was passieren, wenn einer dich blöd erwischt. Das hatte ich auch schon mal. Gerade wenn man Jill oder so spielt, also sprich die Frau spielt, wenn ein Zombie einen blöd erwischt, dann hält er den fest und der andere packt einen plötzlich und dann packt der dritte dich und man kann einfach nichts machen und ist dann irgendwann tot, weil man halt zu viel abbekommen hat. Und ja, da habe ich mich dann auch schon mal drüber geärgert und das möchte ich nicht mehr. Deswegen bin ich halt jemand geworden, der doch relativ viel speichert. Zumal der jetzt oben irgendwas umgeändert hat, glaube ich, irgendwas geladen hat, was oben links im Bild war. Und das, ja, irritiert mich jetzt. Oder es ist halt ein weiterer Fortschritt, der nur gespeichert wurde. Kann natürlich auch sein. Wie dem auch sei, wir werden es auf jeden Fall in der nächsten Folge erfahren. Ich bin da eigentlich ziemlich sicher, dass wir durch die Tür kommen werden, wo die vielen Zombies sind. Und ja, mal schauen, was uns da erwartet. Bis zur nächsten Folge. Ciao!